Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen in der Kirche St. Maria, Hilfe der Christen in Neuenhaslau. Jedes Jahr wird der vorletzte Sonntag im Oktober von katholischen Christen weltweit als der Sonntag der Weltmission begangen. Den Anstoß dazu haben vor beinahe 100 Jahren die päpstlichen Missionswerke gegeben. Warum eigentlich? Nun, erstens sollte an einem Sonntag im Jahr daran erinnert werden, dass Mission eine Kernaufgabe der Kirche ist. Zweitens sollten an diesem Tag die verschiedenen Sammel- und Werbeaktionen verschiedenster Missionsvereine gebündelt werden. In der damaligen Zeit, wenige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, war das ein sehr wichtiger Gedanke. Viele Missionsvereine waren von nationalen Interessen geprägt, waren einer bestimmten Sprache und Kultur verpflichtet. Eine gemeinsame Mission sollte helfen, Christinnen und Christen aus verfeindeten Nationen zur Zusammenarbeit zu bewegen. So wurde zum Beispiel der von der französischen Unternehmerin Pauline Charicot gegründete Verein zur Glaubensverbreitung in ein päpstliches Missionswerk umgewandelt, das heute weit über die Grenzen Frankreichs hinaus tätig ist, in Deutschland unter dem Namen Missio. Im Sommer 1926 ordnete Papst Pius XI. An, den Weltmissionstag in allen katholischen Bistümern der Welt durchzuführen. Das Wort, das du sagst, gehört dir nicht mehr. Menschen sagen es in ihren eigenen Worten weiter, übersetzen es in ihre eigene Sprache und Kultur. Der heilige Philipp Neri hat die Worte, die wir aussprechen, einmal mit Federn verglichen, die der Wind in alle Himmelsrichtungen weht. Du kannst sie nicht mehr zurückholen. Umso mehr ist jeder, der spricht, verantwortlich für seine Worte. Und wer vom Glauben spricht, der muss auch bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Bitten wir Gott um seinen Beistand dazu. Allmächtiger, ewiger Gott, mehre in uns den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Gib uns die Gnade zu lieben, was du gebietest, damit wir erlangen, was du verheißen hast. Darum bitten wir, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Deus in me.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie bei ihm zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn auf die Probe stellen und fragte ihn: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Da staunte der Gesetzeslehrer vermutlich nicht schlecht, als Jesus ihn mit seinen eigenen Waffen geschlagen hat. Er, der andere in der Befolgung der religiösen Vorschriften unterrichtet hat, muss sich von einem fremden Wanderprediger aus Nazareth an das Gesetz erinnern lassen. Und unausgesprochen steht die Frage im Raum: Gesetzeslehrer, du sprichst doch so gern von den Gesetzen, hältst du dich auch daran? Diese Frage steht bis heute im Raum. Überall, wo Christinnen und Christen von ihrem Glauben sprechen, überall, wo die Kirche predigt und lehrt. Es ist eine Sache, vom Frieden und von Liebe zu reden, eine andere, sich entsprechend zu verhalten. Der indische Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi soll gesagt haben: Die frohe Botschaft der Christen würde mich mehr überzeugen, wenn sie selbst ein wenig mehr wie Christus wären. Aber sollen wir deshalb aufhören, anderen von unserem Glauben zu erzählen? Mission ist doch eine Kernaufgabe der Kirche. Aber Mission setzt immer die Bereitschaft voraus, sich Fragen stellen zu lassen. Mission setzt die Bereitschaft voraus, sich von anderen auf die Klüfte zwischen Anspruch und Wirklichkeit hinweisen zu lassen. Mission setzt die Bereitschaft voraus, Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. So beten wir im Glaubensbekenntnis. Wie gehe ich eigentlich mit der Schöpfung um, mit der Natur, mit den Pflanzen, mit den Tieren? Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. So beten wir weiter. Merkt man an der Art, wie ich mit den Menschen umgehe, dass er mein Herr ist? Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Vergebung der Sünden, das ewige Leben. Das ist unser Credo. Bin ich wirklich solidarisch mit den Mitchristen in der Weltkirche? Bin ich selbst bereit, anderen zu vergeben? Habe ich etwa keine Angst, in diesem Leben etwas zu verpassen? Möglicherweise sind es gerade diese Fragen, die Mission so spannend machen und so wichtig, eben zur Kernaufgabe der Kirche. Gut, dass uns der Weltmissionssonntag daran erinnert. Christus hat seinen Jüngern den Auftrag gegeben, die frohe Botschaft allen Menschen zu sagen. Ihn bitten wir. Für die Christinnen und Christen in den Missionsländern, die sich ganz bewusst für ihren Glauben entschieden haben, hilf ihnen, jedem Rede und Antwort zu stehen, der sie nach dem Grund ihrer Hoffnung fragt. Christus, höre uns. Für uns selbst, um den Mut von unserem Glauben zu sprechen und die Bereitschaft, uns von denen, die uns zuhören, beim Wort nehmen zu lassen. Christus, höre uns.
für die weltweite Kirche, dass in ihr Frieden und Nächstenliebe nicht nur gepredigt werden, sondern auch gelebt. Christus, höre uns. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Selig die Frieden stiften. Dieses Wort aus der Bergpredigt ist dieses Jahr das Motto des Weltmissionssonntags. Frieden beginnt, wo wir Gott von ganzem Herzen lieben und die Nächsten wie uns selbst. Mit einem Gebet, das Dr. Katharina Bossel von Papp zum Missionssonntag verfasst hat, möchte ich Sie und euch segnen. Selig die Frieden stiften. Selig, die in Zeiten der Not zu ihrem Ursprung finden, die im Kreuz den Baum des Lebens erkennen, die Christus erfahren als Alpha und Omega. Sie werden überwinden, was trennt. Selig, die in Zeiten der Not Solidarität leben, die die Masken der Einsamkeit abstreifen, die in Gemeinschaft über sich selbst hinauswachsen. Sie werden die Welt erneuern. Selig, die in Zeiten der Not den Horizont offen halten, die Türen der Hoffnung auftun, die den Menschen Leben, Licht und Zuversicht bringen. Sie werden Frieden stiften. Auf dass du selig wirst, segne dich, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.